Hi, my name is Boyd and I'm from Australia. Felix. Hi. Julia. Ana. Nick. Me llamo Irene, tengo 20 años y vengo de Palma de Mallorca. I've been living here for about 4 months. Einem Jahr. Circa einem halben Jahr. 3 Jahre. Einem Jahr. 2 Meses. Seit 2 Jahren und 4 Monaten. It was so easy to get set up here when I first arrived in Austria. There was transport right from the airport to the door, and the staff made it so easy to get checked in and set up here. The people living in the dorm are from all over the world, so it's awesome to be able to interact with people from so many different backgrounds. Creo que Viena es un destino Erasmus ideal porque está en medio de Europa y te permite viajar a todos los países que están alrededor por unos precios increíbles. Y además la universidad también es muy multicultural, ya que he podido conocer gente que no voy a olvidar en la vida, a pesar de no saber cuándo voy a volver a verlos. Ja, es gefällt mir sehr gut, dass man eben verschiedene Freizeitmöglichkeiten bzw. Aktivitäten hat. Also man kann zum Beispiel den Wurzeltisch und den Tischtennistisch benutzen, um mit anderen Heimbewohnern zu spielen. Was noch sehr cool ist, dass sie die Heimbewohner nicht über das Keyboard-Spielen ärgern bzw. aufregen, sondern eigentlich sehr entgegenkommend bzw. ruhig, was das betrifft. Der große Vorteil an diesem Wohnheim ist, dass man im Grunde alles in sehr angenehmer Gehweite hat. Man kann aus der Haustür rausgehen und hat 5 Meter rechts um die Ecke die erste Bäckerei. Man hat direkt gegenüber eine Drogerie, man hat 70 Meter links gegenüber den ersten Supermarkt. Man hat noch einen weiteren Supermarkt 150 Meter weiter oben und einen sehr großen Euro-Spar 2 Stationen weiter unten. Unser zweiter Innenhof ist wunderschön, traumhaft begrünt im Sommer, die Vögel zwitschern am Morgen. Von unserer Haustüre fährt eben direkt die Straßenbahnlinie 37 weg und das ist in wenigen Minuten beim Unicampus, bei der Met-Uni oder auch beim Schottentor, bei der Hauptuni. Im 19. Bezirk fühlt man sich sehr sicher, auch in der Nacht, wenn man von der U-Bahn-Station nach Hause geht, muss man wirklich keine Angst haben. Halt, dass man immer welche hat, mit denen man was machen kann, wenn man hier gute Freunde findet. Und es tut halt einfach gut, mit Leuten mal zu chillen, die nicht vom Studium sind. Und du kannst halt über was anderes reden. Als Heimsprecherin und die ganze Heimvertretung ist da für die Studenten eine Stimme zu sein, sozusagen. Was immer denen gefällt oder nicht gefällt, irgendwelche Vorschläge, wir sind da, um denen zu helfen. Wir machen so coole Sachen, zum Beispiel unterschiedliche Veranstaltungen von den Partys, Semesteröffnung, Semesterende, Weihnachtspartys. Einfach hier in dem Partykeller, Partyraum können wir auch unterschiedliche Flohmärkte wie Flohmarkt für gebrauchte Sachen oder Radflohmarkt machen.